Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Berechne den Flächeninhalt eines regelmäßigen Fünfecks, dessen Seiten 8 cm messen. Zuerst stellen wir solch ein regelmäßiges Fünfeck dar. Vom Zentrum des Fünfecks aus konstruieren wir diese 5 kongruente Dreiecke. Da diese Dreiecke kongruent sind, müssen diese 5 Winkel gleich groß sein. Also die Öffnung von solch einem Winkel beträgt 360 Grad geteilt durch 5, das heißt 72 Grad. Jetzt konstruieren wir dieses rechtwinklige Dreieck, in dem diese Kathete 4 cm misst. Diese Kathete nennen wir H, H wie Höhe, und wir können auch diesen Winkel bestimmen, denn seine Öffnung muss genau die Hälfte von 72 Grad sein. Also dieser Winkel misst 36 Grad. Bestimmen wir zuerst diese Höhe H. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Tangens von 36 Grad ist gleich zur Gegenkathete 4 geteilt durch die Ankathete H, also so. Und darauf schließen wir, dass klein h gleich sein muss zu 4 geteilt durch Tangens von 36 Grad. Jetzt bestimmen wir den Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC. Den berechnen wir selbstverständlich durch Basis 8 mal Höhe klein h, also mal diesen Bruch, geteilt durch 2. Der Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC wird also so berechnet. Basis 8 mal Höhe H geteilt durch 2. 8 mal 4 macht 32, geteilt durch 2 macht 16. Also können wir diesen Bruch noch etwas einfacher schreiben. Der gefragte Flächeninhalt vom gesamten Fünfeck beträgt natürlich 5 mal den Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC. Also ist der Flächeninhalt vom Pentagon 5 mal dieser Flächeninhalt vom Dreieck ABC. Diese Rechnung geben wir dem Taschenrechner ein. Wir geben ein 5 mal Bruch, der Zähler ist 16, einmal Kursortaste nach unten, Klick, und der Nenner, das ist der Tangens von 36 Grad. Man kann die Klammer hier schließen, man muss nicht unbedingt. Und die Enter-Taste liefert dann sofort den Flächeninhalt vom Pentagon. Diesen Wert übertragen wir nach hier. Der Flächeninhalt vom Pentagon beträgt also ungefähr 110,11055 Quadratzentimeter. Quadratzentimeter, weil diese angegebene Länge in Zentimeter ausgedrückt ist. Und schon ist die Aufgabe beendet.